Herr Weiland, ich habe neulich den schönen Satz gelesen, Pubertät ist, wenn die Eltern komisch werden. Und von Ihnen stammt der noch schönere Satz, die Pubertät ist ein ziemliches Arschloch. Wieso das? Naja, es macht einen halt mit den ganzen Unzulänglichkeiten des eigenen Körpers vertraut. Und man muss damit irgendwie umgehen. Ich habe das mal geschrieben in so einer Geschichte, wo ich so versucht habe, die Gefühle, die man damals gehabt hat, die man ja irgendwann vergisst, noch mal hervorzuholen. Ne? Man hat ja am Ende in der Rückschau immer so was Feuerzangenboliges, da geht es nur um die schönen Dinge. Aber in Wirklichkeit ist es ja eine Zeit, wo man auch wahnsinnigen Kummer hat und sich unverstanden fühlt und sich hässlich fühlt und seinen Platz nicht findet und so. Und das wollte ich damit ausdrücken. Ist denn dann die Pubertät für einen selbst schlimmer als für das Umfeld? Weil in Ihrem Buch hat man das Gefühl, es ist für Sie auch ziemlich schlimm, dass Ihre Tochter jetzt in der Pubertät ist. Ja, das ist. Ich bin meine eigene Selbsthilfegruppe. Und naja, also sie wird wahrscheinlich auch leiden, das weiß ich nicht, jedenfalls schreibe ich es nicht. Und ich habe da auch gelitten und jeder leidet und jeder, der das Buch liest, der holt sich ein bisschen was davon zurück. Sie haben ein sogenanntes Versuchslabor gegründet, so ja. Nennen Sie es in dem Buch, und sind selbst der Versuchsleiter. Mhm. Was passiert in diesem Versuchslabor mit Ihrer Tochter? Naja, das Versuchslabor ist, kommt immer dann in dem Buch vor, wenn es um Dinge geht, die sich wiederholen. Mhm. Also zum Beispiel das morgendliche Wecken. Ja? Dadurch, dass man das ununterbrochen wieder machen muss und fünfmal hingehen und alle möglichen Methoden und Waschlappen drüber ausbringen und so und Bettdecke wegziehen, kitzeln, Finger ins Ohr und so. Dadurch, dass sich das alles wiederholt, habe ich irgendwann gedacht, das ist eigentlich wie ein sich ständig wiederholender Laborversuch. Irgendwann verändert sich was, wenn die ein bisschen älter werden oder so, dann kommt man gar nicht mehr rein, ist die Tür nämlich abgeschlossen, kann man die Versuche gar nicht mehr machen. Aber bis es dahin ist, habe ich das alles gesammelt und dann mal aufgeschrieben. Also das Pubertier, wie Sie Ihre Tochter nennen, ist also schläfrig geworden in der Pubertät, ja. Lerne ich daraus, aus diesen Wegversuchen. Es kapselt sich ab möglicherweise. Was für Veränderungen haben Sie noch festgestellt an Ihrer Tochter? Naja, also es geht ja damit los, dass man irgendwann eines Tages ins Badezimmer will, sich den Kopf stößt, weil es plötzlich abgeschlossen ist. Das war vorher noch nicht da, gestern noch nicht abgeschlossen, plötzlich abgeschlossen. Man fragt dann, hallo? Geh weg. Und dann hat sich was verändert. Und es verändert sich eigentlich immer noch ständig was. Ne? Dann kommen irgendwann gewisse Hautveränderungen. Und Pickel, sagen Sie es ruhig. Auch Pickel. Und Jungs auch. Und wie ist das für einen Vater? Oh Gott. Also bei all meinen Freunden, die jetzt Töchter bekommen haben, ja. Da ist das irgendwie das sensibelste Thema, weil die alle jetzt schon, das sind Säuglinge, die da liegen, ja, Mädchensäuglinge, da haben die schon Szenarien, mit was für Waffen die dem ersten ja. Freund ihrer Tochter an der Haustür begegnen wollen und so. Ich hatte Wie ist das bei Ihnen? Ich hatte das auch, aber der erste kam an, da war sie 6 und er war auch 6. Das, cool. Das war ihr erster Freund, Marvin, und sie hat ihn vorgestellt mit den Worten, das ist Marvin, der ist übrigens schwul. Und dann habe ich zu Marvin gesagt, du kannst bleiben, Junge. Ja, ja, du kannst bleiben. Herzlich willkommen. Der war so 6 und dann habe ich gesagt, stimmt das? Und dann sagte Marvin, ich weiß überhaupt nicht, was das heißt. Und dann habe ich zu Marvin gesagt, ganz pädagogisch wertvoll, habe ich zu ihm gesagt, du, das heißt eigentlich nur, dass du an und für sich lieber mit Jungs spielst. Und dann hat er gesagt, ja, dann bin ich schwul. Das war der erste. Und wie hat sich der Junge entwickelt? Ist der geblieben im Orbit ihrer Tochter? Nee, also das ist natürlich, das war dann auch in der dritten Klasse vorbei. Schade, ja. Und jetzt gab es dann so einen ersten richtig festen Freund. Jetzt ist sie 14, ne? Sie ist 15, sie wird 16. Sie wird 16 und ja, einer, den ersten habe ich sehr gemocht, der wurde aber vor ein paar Monaten gekündigt. Oh. Ja, der wurde, das war tragisch. Der kam eigentlich immer rein und hat so im Wohnzimmer so gewunken. Ne? Hallo, ich bin da und so. Und eines Tages kam er und hallo, ich bin da. Und der hat auch immer auf Wiedersehen gesagt, ich bin weg. Und so. Und dann an einem Abend kam er und dann ging er die Treppe hoch. Und dann kam es zu so einem 20-minütigen, sehr schweren Personalgespräch zwischen den beiden. Und dann kam er wieder runter und dann hat er sich nicht mehr verabschiedet. Oh. Mhm. Und wenn nur so die Tür gehört, klack, war er weg. Fristlos. Ja, fristlos. Und das hat mir wahnsinnig leid getan, denn den mochte ich ganz gar nicht. Ich hatte sonst immer so diese Gedanken, wenn der Erste kommt, dann muss der so einen Fragebogen ausfüllen. Ne? Was macht der Vater beruflich? Welche Partei wählt der? Was hat der für ein Auto? Aber dazu ist es nicht gekommen. Und ich glaube, das ist auch degutant. Herr Brandt, kommt Ihnen das bekannt vor? Sie haben auch eine Tochter, ne? In dem Alter? Ja, ja.
Also zumindest den Freund, der mir vorgestellt worden wäre, gab es noch nicht. Aber Sie glücklich haben. Sie müssen aber, was richtig gemacht haben. Aber das ist ja, also klar. Ich meine, man hat ja lange noch Zeit, sich darauf vorzubereiten. Insofern. Und dann ist es ja eh doch immer wieder so ganz anders, als man dachte. Ja. Und irgendwie auch, wahrscheinlich leidet man auch einfach mehr mit, als man sich das vorgestellt hat. Und schauen wir mal. Also wie gesagt, ich stehe sozusagen in den Startlöchern. Ich kann noch nicht so wirklich mitreden. Okay. Aber Vorbereitung, wie geht das denn? Also meine Tochter ist 9 Monate, deswegen ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber wie soll man sich bitte schön darauf vorbereiten? Naja, das ist ja zumindest ist es mir so gewesen, dass seit meine Tochter auf der Welt war, ich meinte, mich auf diesen Moment vorbereiten zu müssen. Und sozusagen, das habe ich auch das Gefühl, hat erstmal so, so Schrotflinten-Fantasien, da sitzen mit so. Und, Internat. Naja, wird ja Gott sei Dank nicht so ein Mädchen-Internat natürlich, ja, natürlich. Ja, klar. Was die schlimmsten sind übrigens. Ja, Giovanni, deine Tochter ist 6, ne? Mhm. Wie gehst du mit dem Thema um oder hast du dich schon gewappnet? Also ich finde mich wieder in ihren Fantasien, also mit Schrotflinte abgesägt, würde ich sagen. Aber, bei mir kommt noch erschwerend dazu, dass es ja sein kann, dass sie jemanden kennenlernt beim Urlaub in Italien. Das Schlimmste, das ist für mich der schlimmste Unfall, der da passieren könnte. Ja, zumal man ja auch wissen muss, dass also die Jungs dann in dem Alter ja auch jetzt nicht so ohne sind. Das heißt ja immer, dass die so 2 Jahre später sich entwickeln. Aber Ihrem Buch habe ich entnommen, dass da durchaus auch Tacheles geredet wird. Ne? Ich spiele auf das Gedicht Stangenfieber. Ja. Das war, da musste ich in die Schule. Ja, das war schlimm. Ich gehe nicht zu Elternabenden. Also ich bin nie zu Elternabenden gegangen. Warum nicht? Weil ich da traumatisiert worden bin, als Carla ganz klein war im Kindergarten. Da wurde ich mal einbestellt zum Elternabend im Winter. Weiß ich noch, da musste ich dann auf so einem winzigen Stühlchen sitzen, 1,5 Stunden lang in diesem Kindergarten. Ich kam rein und die Frauen brüllten sofort los, Stuhlkreis, Stuhlkreis. Und dann musste ich da sitzen und dann wurde über mich zu Gericht gesessen, denn unsere Tochter hatte ein anderes Kind von der Schaukel geschubst und hatte dabei gesagt, mach Platz für Satan. Ja, das war ein katholischer Kindergarten. Und es kam nicht an. Und dann musste ich da hin und dann haben die mich da fertig gemacht und 1,5 Stunden lang verhört. Und danach habe ich zu meiner Frau gesagt, ich gehe nie wieder zum Elternabend. Und dann musste ich aber doch wegen dieses Gedichtes, von dem Sie gerade sprachen, da hat die Deutschlehrerin in der 10D, wo meine Tochter reingeht, den Schülerinnen und Schülern eine Aufgabe gestellt. Die sollten ein romantisches Gedicht verfassen. Und die Mädchen haben das super gemacht. Die Jungs haben alle gegoogelt, was von Rilke abgepinnt. Nur einer nicht, Daniel. Der hat sich super Mühe gegeben und hat einen ganzen Nachmittag Gedicht geschrieben und hat es am nächsten Tag vorgetragen. Und abends am selben Tag hat Mareile das beim Abendessen ihren Eltern vorgetragen. Das hieß Stangenfieber. Und der Vater, das war nicht so lang, vielleicht könnt ihr es rezitieren. Der Vater hat dann einen Elternabend einberufen und da wurde das dann diskutiert, ob der von der Schule muss. Und hatten Sie da wieder Ihr Händchen drin in dem Ding? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur da gesessen, zugehört und dann hat es einer vorgetragen, so ein Urologe, der hat dann der hat sich das dann geschnappt und hat das dann vorgetragen. Das ging so. Veilchen sind Titten, Rosen sind Titten, ich mag Titten, Titten. Ja, das war's schon. Ja, Riesenärger, ein Glück, riesige dass Diskussion. Sie das nicht geschrieben haben. Wirklich. Ja. Sexismus. Sexismusvorwurf, dann wurde diskutiert in der Klasse und es wurde abgestimmt und so. Und die haben mich gefragt, wie ich es finde. Weil ich ja, so, Sie als Autor, ne? Ja, ich habe dann gesagt, ich finde es im Prinzip okay, super, und dann haben die halt abgestimmt, wirklich, ob er so einen Verweis bekommt. Und es war aber nicht sexistisch genug. Dann hat seine Mutter gesagt, es wäre nicht sexistisch genug.
Und dann ist er damit durchgekommen und sind wir alle nach Hause gegangen. Und der Daniel hat dann im Rausgehen zu mir gesagt, also wenn Ihnen das wirklich gefallen hat, da wo das herkommt, gibt es noch mehr. Ein Talent. Einer meiner Lieblingssätze aus dem Buch ist, Männer werden sieben, danach wachsen sie nur noch. Gilt das auch, für solche Alphatiere wie Giovanni? Das würde ich über Giovanni Di Lorenzo niemals sagen. Alphatiere wäre der Papa. Nein. Also sieben Käfer. Vielleicht. Aber, okay. Aber zum Beispiel Jürgen Klopp. Mhm. Oder? Für den gilt das. Ich finde, der sieht immer so aus, als würde er gleich seine Rassel auf den Rasen werfen. Muss er eigentlich mehr mitspielen oder... Oder Gregor Gysi sieht immer in Talkshows aus, wie so kleine Jungs, die im Sandkasten nicht mitspielen dürfen. Also ich finde, da gibt es schon Parallelen. Aber bei Giovanni nicht. Sie haben ja auch einen Sohn, der ist noch ein bisschen kleiner, glaube ich. Ne? Ja. Da dauert es noch mit der Pubertät. Ja, was glauben Sie, wann ist Ihre Tochter durch damit? Man weiß es nie. Also es gibt Menschen, da endet das nie. Ne? Also Lothar Matthäus. Oder aber ich denke jetzt vielleicht so in 2, 3, 4, 5 Jahren und dann ist mein Sohn dann. Sind pubertierende Töchter netter zu ihren Vätern oder zu ihren Müttern? Ja, zwischendurch schon. Irrsinnig nett. Mhm. Das ist immer eine Frage des täglichen Bedarfs, den die haben. die sind schon sehr nett zwischendurch. Mhm. Und die finden einen auch toll als Vater. Das ist das Gute. Mhm. Also sie streiten sich schlimmer mit der Mutter als mit dem Vater. Das finde ich großartig. Na, das ist doch mal was Erbauliches in dieser Sendung. Da bin ich auch ruhiger. Ja, wie finden denn Ihre beiden das, vor allen Dingen Ihre Tochter, über die Sie ja auch schreiben, auch in Ihrer Kolumne, dass sie quasi Gegenstand des Interesses für so viele Menschen geworden ist, in all ihren Problemen, Unzulänglichkeiten, was die Pubertät angeht, Die findet das prima, weil sie ja genau weiß, die kennt ja die Geschichten alle, die weiß ja, dass ich das meiste erfinde. Also die Carla im Buch ist eigentlich zusammengebaut aus allen Jugendlichen, die ich überhaupt kenne. Und meine Tochter ist eine davon, aber ihre ganzen Freunde und Nachbarskinder und so, die sind alle in der Figur auch drin. Und deswegen ärgert sie sich nicht sehr drüber. Ich schreibe es immer dienstags, die Kolumne, und dann muss ich es immer bei ihr vorlegen. Aber sie hat noch nie gesagt, schreib das nicht oder so. Sie sagt eigentlich immer, ist ja lustig, wie du das jetzt gerade da eingebaut hast, die eine oder andere Sache. Das findet sie immer eher so technisch interessant, wie ich das mache, aber sie ärgert sich nicht drüber. Es nervt sie höchstens jetzt im Moment, wird sie halt wahnsinnig viel angesprochen. Und dann sagt sie immer, falsche Baustelle, bin ich nicht, müssen Sie mit meinem Vater drüber reden. Der hat sich das ausgedacht, geht da ganz cool mit. Wir möchten uns gerne auch bei Ihrer Tochter bedanken, dass sie uns so schöne Geschichten geliefert hat, zusammen mit ihren Freunden. Und deshalb habe ich was besorgt. Und zwar ist das, das ist das neue Album, was es eigentlich noch gar nicht gibt zu kaufen. Wir haben es trotzdem bekommen von den Beatsteaks. Und sie mag die Beatsteaks. Ich weiß nicht, ob Ihre Tochter schon mal eine Schallplatte gesehen hat in ihrem Leben. Die hat meinen Plattenspieler. Ich nehme ihn sofort weg. Unterschrieben von allen Bandmitgliedern. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind.